Ich kann jetzt nicht ans Telefon gehen. Mein Gott. Ist alles sortiert und ordnungsgemäß abgelegt. Eine Aufgabe ist es nun herauszufinden, was genau nach jedem Unfall passiert. Was für Unfälle? Was? Also, Folgendes ist passiert. Ihr kennt mich vielleicht, ich bin Kajo de... Ich bin Kajo de Kalle Kuschinski und ich bin von den SP Outlaws. Ja, zumindest war ich da mal, weil, ja, unser... Ich war da aber der krasse VP. Der VP, Alter, der Vice President, Alter. Vice, verstehst du? In Miami. Naja, und ich habe als Vice President bei den SP Outlaws auch ordentlich was gerissen. Ich habe immer Köpfchen bewiesen. Und ich hatte es nicht nur hier, ich hatte es auch hier. Ist doch ganz klar. Ja, mit der Zeit ist der Laden dann halt einfach zu Bruch gegangen. Ja, unser President Hanno, der hat es dann einfach nicht mehr gemacht. Er hat einfach gesagt, nee, wir machen den Laden jetzt für dich. Er hat dann irgendwie so eine Bank gekauft, SP Volksbank. Auf jeden Fall, ich dachte, ich brauche einen neuen Job und mach Unfälle. Ich habe hier ein schickes Büro, wie ihr seht. Ich habe hier einen Laptop, Alter, unnormal. Oh, eine Maus, ein Handy. Ich habe es auf jeden Fall zu was gebracht. Ich muss sagen, ich war noch nie selber im Einsatz. Ich hoffe auch, das muss ich nicht, ne? So, was haben wir denn hier eigentlich? Virtual Crash Test Labor? Aha. Ich meine, wir können uns das ja mal angucken. Aha. Oh, was ist denn jetzt? Smartphone aufheben. Aha. Alarm! Alarm! Ja. Ja, okay. Okay. Also warte mal, lass mich mal aussteigen. Weiß doch nicht genau, warum ich das jetzt alles wissen muss. Achso. Das Warnschild oben rechts wird angezeigt, wenn etwas oberste Priorität hat. Ja, ja. Aber komm ich da hin? Oh, hier brennt's. Alarm! Geil. Markiere den Unfallort. Warndreieck. Ja, gut. Hier müssen wir das jetzt hinpacken. Gut. Abgesichert. Perfekt. Wir machen das jetzt nur. Ich bin eigentlich im Account Management. Eigentlich nehme ich nur die Aufträge oder ich nehme die Anrufe entgegen. Wenn Leute anrufen, ich mache das jetzt nur testweise. Weil bei uns müssen alle Mitarbeiter irgendwie einmal im Jahr so ein Seminar machen, dass wir wissen, wie man einen Unfall sichert, ne? Ja, genau. Schalte den Motor im roten Wagen ab. Gut. Geile Karre, Alter. Bei den SP Outlaws damals hatten wir auch so ein Gerät. Ich sag's, wie es ist, Bruder. In der unteren linken Ecke des Huts siehst du diese Bohle, die alle Opfer mit ihrem jeweiligen... Ach so, sitze ich hier falsch, oder? Warte mal, Transformation! Oh, so, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Also da hinten sind die Opfer. Und die muss ich mir angucken. Ach so. Der hat hier eine Wunde, da eine Wunde. Auch Bewusstsein prüfen. Hallo, können Sie mich hören? Am ruhig. Hallo, Sir, können Sie mich hören? Ich hab das doch jetzt gemacht. Atmung prüfen. Ja, der atmet. Gut. Jetzt hier so. Der atmet nicht mehr. Wie helfe ich denn jetzt? Ja! Ich kann ja richtig weit zurückspulen. Alter, ja. Warum sollte ich jetzt die Zeit... Spiel will mich doch verkackeiern! Erste Hilfe kannst du mitgebracht. Achso, hier. So. Was haben wir denn hier? So, Handschuhe? Was noch? Atemwege freimachen. Sauerstoffmaske anlegen. Und rauf da. Und jetzt. Atme, du B***!
ist hinüber. Gut, sammle alle Hinweise. Ja, hier ist ein Ding. Ja, okay. Aber. Ja, also. Naja, jedenfalls bin ich jetzt gewappnet, falls mal was passiert. Weil ich arbeite ja hier jetzt in der Accident-Zentrale, ne? Oh, jetzt klemmelt das Telefon wieder. Hallo, nachdem du das Tutorial beendet hast, kannst du mit ernsthaften Aufgaben beginnen. Ich dachte, ich arbeite hier im Account-Management und muss nur telefonieren. Alter, ich hab die Haare schön. Voila. Russland. In Russland ist eigentlich immer was los, ne? Leningradskaja Oblast, Russland. Oh, was ist da denn passiert? Alarm! So, gib mir mal mein Telefon. Smartphone. Aufheben. Warnblinkerei. Geht auch nicht. Also, rufen wir erstmal an. 112. Kein Netz. Ich hab kein Netz. Ey! Hallo? Stopp! Oh, schön die Zeit zurückgespult. Aber was war das denn? Ja, der ist nicht angehalten, ne? Oh, Backe. Das wird teuer. Aber bin ich ehrlich. Sind hier immer die Haare im Gesicht, ne? So, habe ich hier irgendwas drin, was ich hier brauchen kann? Feuerlöscher. Erste Hilfepaket. Warndreieck. Erstmal sich. So, halt, stopp. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. So. Ich sag mal so. Ah, hier hinten. Alles versperrt. Wie machen wir das? Ich kenne mich doch auch nicht aus, so mit Unfällen und so. Auf jeden Fall ist er hier schön in so eine Hütte reingepetzt. Wie soll ich das denn. Wie soll ich das Problem lösen? Scheißjob, den wir hier angenommen haben. 112! Jetzt zurück. Wie soll ich die jetzt anrufen? Vielleicht ist auf der anderen Seite ein Notrufding. Alter, das ist wirklich Frogger hier. Ah! Oh, da hinten ist auch was los. Da hinten ist auch was los. Das sehe ich ja jetzt erst. So, stopp. Gut, gehen wir mal hier hinten gucken, was bei dem so los ist. Jo, das hat bestimmt Netz. Ah. Ja. Alarm! Ich hab mein Handy falsch rum, aber ist egal. Schalten Sie zuerst den Motor in allen Autos aus. Einsteigen. Ja, Warndreieck kann man schon hier machen. Abgeschaltet. Du bist jetzt in das andere Auto auch noch, oder was? Bleib locker, Bruder. Gucken, ob keiner kommt. Die fahren hier aber auch wie die wilden Potzeuge, du. Aha. Ah, ich hol euch raus! Ich hol euch da raus! Hallo! So, Igor. Geht's dir gut? Igor, hallo! Sicherheitsgurt. Weg. Achso, ich mach hier erstmal meine Handschuhe oder was? So, ich operiere. Mama A. Jo, der lebt noch. Muss ja an die andere Perle noch ran. Ah, Fensterscheiter. Ah, das ist so smart. Ich komme mal ran auf einen Zentimeter. Mal hier abschneiden. Also, es soll jetzt keine Belästigung sein, aber ich muss jetzt mal wirklich ran und prüfen, ob sie noch da sind. Mal Lauscher auf. Jo, die lebt noch, besonders zu dem anderen rüber, ne? Das ist irgendwie kein Job für mich, ich sag's, wie es ist, Brother. Ich würde jetzt auch einmal hier einmal testen, ob du noch da bist. Einmal abschneiden, bitte. Jo, da hat eine Wunde und lebt noch. Kannst du das hören? Ich frag ja nicht. Ja, ich bin hier, in Russland. Oh, die sterben mir da alle weg, glaube ich gerade. Scheiße! Sag doch mal, wo wir hier sind! Versteh das nicht! Mir da gerade drüben, ne? Navi! Ja! Ja! Ich weiß, wo wir sind! Ja, komm jetzt vorbei! Wie Misserfolg! So. Muss ich die alle nochmal prüfen? Ich raste aus. Jo. So. Ja. Margarete! So, mach mal Kopf zurück. Ah! Ja, so, die lebt noch. Dann gehen wir mal hier nochmal in den Blauen, ne? Müssen wir eben nochmal ran an den Peter. So, am Maul auf. Ja, der lebt auch noch, hat eine Wunde. Jetzt ruf an. Wo sind denn die Opfer vor der Kälte? Mach mal zu. Aha, so. Aber 2 von 4? 2 von 4? Hä? Warum? Also. Erstmal verarzten hier, ne? Ob ich den so raushebe? Handschuhe anziehen? Ach. Verband nehmen?
in die Hände. Und rauf da. So, ich pack den. Ich hab den jetzt in der Hand. Wie schütze ich den jetzt vor der Kälte? Oh, ich kann den bei mir reinlegen vielleicht. Ich bring den mal eben rüber, gar kein Problem. Wir kriegen das alles wieder gebuttert. Dass die auch dass hier keiner anhält. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Kann ich den in den Kofferraum legen? So. Aha. So, drauf da. Ich steige mein eigenes Auto und warte auf die Hilfe. Mach es. Oh, Unfallursache feststellen. Jetzt soll ich hier auch noch auf Sherlock Holmes machen, oder was? Sammle alle Hinweise. Wo habt ihr den jetzt hier weggeschleppt? Ha? So, hier liegt noch was. Eine Bremsspur ist ein Hinweis. Aber es hat da hinten ja gerumst, ne? Rastplatz ist auch ein Hinweis. So, noch eine Bremsspur. Trümmer. Noch eine Bremsspur. Also, ach so, hier ist schon alles abgesichert. Wieso muss ich das eigentlich alles machen? Frage ich mich jetzt so. Ich mache hier den Job von allen anderen. Aha, guck mal, hier nochmal eine Bremsspur. Jetzt soll ich hier die Bremsspuren ordnen oder was? Also. So, Igor ist, glaube ich, hier hinten aufs Maul geflogen. Warte mal. So. Ah, jetzt hat es Klingeln gemacht. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Ah, ja. Wir räumen das Feld von hinten auf. Wir räumen das Feld von hinten auf. So, hier wird kollidiert. Nee. David kollidiert. Martin verliert beim Spurwechsel Kontrolle über sein Auto. Das ist der Initiator. So, und dann geht's hier rein und dann Abfahrt. Erfolg! Obwohl Igor nach dem Aufprall auf dem Rastplatz das Bewusstsein verlor, erlitt er sonst keine ernsthaften Verletzungen. Die Sanitäter konnten ihn auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbeleben. Am nächsten Tag konnte er wieder das Krankenhaus verlassen. Lesnar Igorovna Maschkin. Während des Unfalls erlitt Lesnar nur geringfügige Verletzungen. Leider verlief ihre Genesung aufgrund des fortgeschrittenen Alters und ihrer insgesamt schlechten gesundheitlichen Verfassung langsam und problematisch. Mit der Unterstützung ihres Mannes und erkennt verließ sie aber nach einigen Monaten das Krankenhaus. So, auch Vadim Kruglov. Vadims Kopfverletzung war nicht die schwerwiegendste Bedrohung für sein Leben. Die Kollision mit dem Baum zerdrückte mehrere seiner Rippen. Was eine Menge innerer Verletzungen verursacht, einschließlich der durchgebohrten Lunge. Und die Verletzung konnte zwar im Krankenhaus nicht operiert werden, aber durch die lange Genesung musste er. Ja. Muss jetzt aber mal ganz klar sagen: Unfälle aufklären ist nicht so mein Traumberuf. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, was für Beruf ich nochmal ausüben sollte, weil, ganz ehrlich, diese Scheiße hier in Russland, arschkalt hier, hab eh nichts an. Da könnt ihr mal reinschreiben da unten in die Leiste. Ansonsten abonniert den Bums. Hier kommen regelmäßig Videos auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mitbekommen habt. Dann könnt ihr mal rein abonnieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. So, mach aus jetzt hier, Herbert. Reicht! Es reicht!